Die haben sich so komische Tablette in Löffel aufgelöst und haben sich die dann in Spritze reingeballert, ne? Und dann, in der Hals. Und dann rein, oder was? Dann rein, Digga. Die sahen so fettig aus. Und die eine war einfach 24. Die sah aus wie tot. Also sowas habe ich schon nicht gesehen, dass die sowas im Fernsehen zeigen, ne? Hat sie gute Möse gehabt? Ach, Alter, war auch was für Dinger. Crew, dalglich. Zu hart, zu hart. Es läuft mies und die Gegner sind einfach zu stark. Drehen sich aber auch da vorne. Digga, er hat... Was macht denn der Verteidiger, Digga? Das ist ein Witz. Also ich glaube, das Gegentor war ein Ivan. Ja, und was von vorne, warum gehen die Dinger nicht rein? Und warum ist es ein Ivan, weil er da vorne rumläuft, der Innenverteidiger? Weil er sich achtmal um die eigene Pirouette dreht und ich muss da vorne auch schon führen. Guck dir das an! Guck dir das an! Stark. EA Sports, Alter. Es ist so verzögert. Das Spiel bringt mich um. Und Lacht macht mich 10 Jahre älter. Siehst du das, was der macht? Digga, Connection ist so scheiße. Da juckt's mich am Zeh. Neuer, Junge. Junge, Neuer. Jetzt gibt's den... Was? 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 Digga, was? Einfach nur absolut lächerlich. Fauler noch nicht entschieden. Muss mal gucken. Das ist das drecksgeschobene Drecksspiel, Alter! Fett Ronaldo! Die machen nicht mal mehr eine Hacke zu Hacke! Ja! Knopf ist abgefallen. Nee, so hält es nicht mehr. Scheißegal. Stark, Umbre. Bleib mal ruhig, Junge. Das ist diese Auswärtsscheiße. Macht nix, ne? Der macht nix. Die machen gar nix.
Kann ich schon mal anfangen zu lesen. Bergi kommt in die VIP-Army. Michael Wendler mit einem 5er Ehrenmänner. Kommt ihr dieses Jahr wieder nach Hollenbach zu Jako? Regt euch bitte nicht über die WL auf. Egal. Aktuell nichts geplant. Kann sein, Digga. Was? Haut neu raus. Floria kommt in die VIP-Army. Marok Amir kommt in die VIP-Army. Justin haut einen 5er raus. Das Game ist Schmutz. Hab nur ein 181er Team. Bin heute von Division 6 auf 9 gerutscht. Habt ihr das gerade gesehen, Jungs? Habt ihr das gerade gesehen? Den lief alles bei mir nichts mehr. Was war ihr beim letzten Tor? Der ist einfach stehen geblieben. Messi und hat einfach dann auf Ronaldo gespielt und es ging einfach nicht mal weiter. Zeig es nochmal eine Wiederholung. Stark. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass der Gegner besser war, ne? Der war jetzt wirklich nicht so gut. Die andere war, das ist Digga, das ist... Ah, die andere waren schon stark. Guck mal, was die für Tore gemacht haben. Ja. Um zurückziehen. Und was haben wir das? Vorne gemacht? An eine Poste geschossen zweimal. Die anderen Gegner waren schon stark. Der, guck mal, sehe ich schon eindeutig 3 zu 12. Das sieht man ja gar nicht mehr, wie soll ich dir das zeigen? Das Tor. War das ja, nicht da? Nein, das war ja wie die Entstehung vorne. Ach so. Haut neu raus. Floria kommt in die VIP. Stuhl am Arsch. Wie krieg ich das Ding da wieder rein? Zeig mal, was ist das für ein Ding? Der Knopf, der oder Knopf, was? Knopf, ja. Stuhlreparatur. Man, Jens Kinners. Bin ich Admin? Jo. Geil, jetzt mach ich dich weg als Admin. Mach mich weg. Scheißegal. Ist der Lörres, der schreibt auch schon. Wer schreibt? Lörres. Was schreibt dann? Bei ihm läuft heute. Bei ihm läuft heute? Mann, hab ich mit die Hand aufgehauen. Zusammenfassung, von jetzt auf nachher ging gar nichts mehr, Digga. Auch das Spiel absolut krätz gewesen. Egal, wie das Spiel jetzt aber ausgeht, aber ich merke schon in den ersten 3 Sekunden, dass sie das machen, was ich drück. Du kannst echt kein Auswärts mehr spielen bei dem Drecks-Game. Weil du wahrscheinlich dann auf den Server connected wirst in Usbekistan. Fuck, Alter, tut mir meine Hand weh, die glüht richtig. Steini, WL-freies Weekend, das Leben kann so schön sein. Wie hat er das geschafft? Schreibt der gerade, spielt's einfach nicht. Jungs, das mit Heim und Auswärts, das kann man nicht steuern. Man hofft und betet, wann es schnell geht und wenn es langsam geht. Diese Weekendpause, ich fühle mich wie der geilste Mensch. Dann schön im 6-Spieler-Pack Prime-Icon vom IR als Dankeschön bekommen. Ehre. Maschine, Maschella. Und ich hab mir die Hand gebrochen, Steini. So können Gegensätze sein. Banküberfallade heute, war ganz großes Ding heute. Ich wüsste, ich hab mir die Hand gebrochen. Wer Ehre. Steht im Vertrag drin, wer Hand bricht, kriegt keine Auszahlung. Das ist mir scheißegal. Digga, dann lass dich fallen, euch Seppel. Oder setz dir einen Schuss, Alter. Wie gestern in Harte Deutschland-Reportage. Was? Das war so hart asozial. Warum? Hartes Deutschland, Frankfurt-Reportage, Digga, die haben sich als. Die waren so fettig, ne? Die haben sich so komische Tablette in Löffel aufgelöst und haben sich die dann in Spritze reingeballert, ne? Und dann, in der Hals, und dann rein, oder was? Dann rein, Digga, die sahen so fettig aus. Und die eine war einfach 24, die sah aus wie ein Tod. Die sah aus wie tot. Also sowas habe ich schon nicht gesehen, dass die sowas im Fernsehen zeigen, ne? Ich hab's schon nicht gesehen. So schlimm. Digga, so schlimm. Ich hab dir noch geschrieben, schalt dorthin. Ich hab mir die Hand gebrochen. Hat sie gute Möse gehabt? Oder diese, auch Verfalle? Ja, die ist ja noch anscharfe gegangen, die hat keine Zähne mehr im Mund gehabt. Da hat sie wenigstens gut geblowt, Digga. Scheiß WL. Meine Hand, Alter, Jungs. Ich hab mir die Hand gebrochen, Jungs. Boah. Hat, glaube ich, auch noch keiner geschafft, sich in der Weekend League die Hand zu brechen. Oh, ich glaube, es haben schon einige geschafft.